Willkommen zurück zu Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis. In der letzten Folge haben wir einen Bug gelöst, den wir hatten, indem wir einfach die Version gewechselt haben des Spiels und haben die Dualfigur dann bekommen durch Reisen um die Welt. Die müssen wir jetzt eintauschen gegen Informationen. Das tun wir jetzt auch direkt. Mr. Constant? This better be important. Oh, das ist es. Be firm, but polite. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't want it. Ja, ja. Wie wäre es mit einem kleinen Handel? Let's talk about a trade. Okay, what you got? I'm offering this genuine American-made bullwhip. Not a chance. What good is a whip in this day and age? Got anything else? Ja, natürlich. Ein vergriffene Archäologie-Magazin. I'm offering this rare archaeology magazine. That magazine rejects all my articles. You keep it. Oh, es tut mir aber leid. Also sind ja auch als Forscher mit Witz. Now that looks interesting. Ja. You've got a deal, mister. Now listen carefully. I don't know exactly where to find it, but... The lost dialogue of Plato is in the Dunlop collection. Got that? Okay, ja. I think so. The Dunlop collection. Die Reifenhersteller Collection. Nice doing business with you. The Dunlop Collection. You know something, Sophia? I believe Barnett College owns the Dunlop Collection. Hm. Oh. Ein Versuchslabor irgendwo in Deutschland. Dr. Ubermann. Fantastic news. Corona! At last! See what Herr Jones has kindly provided. What on earth? Isn't it amazing? You fool! You come back to show me this prehistoric knick-knack? Herr Doctor, I believe this knick-knack, as you call it, comes from the Lost City. Hmm. Then we have failed! I see no evidence here of some magical metal Plato called Orichalcum! Look here, concealed in the base is a small shiny bead. And it glitters like fire, exactly as Plato described. It's my guess we found the treasure we seek. I never guess. We must test. Oh, das sieht aber interessant aus. Oh. We've done it! The energy of uranium without any radioactivity! And those smug American scientists know nothing! That gives me an idea. Suppose I place the bead inside the statue's open mouth. Oh. Was? Auto! Ferngestelltes Auto! You saw that? Think of trucks powered by these beads. Think of tanks. Think of airplanes. Nein, danke. Use your imagination, Carter. Think big like the Americans. Think of bombs. Okay. Die Situation wird heikler. Und wir kommen in Barnett College wieder. So why are you dragging me in here? Äh.
Applaus verlorener Dialog muss hier irgendwo sein. Plato's lost dialogue should be here somewhere. Need some help? Nein, danke, du wärst mir nur im Weg. Du kannst nicht mitkommen, du hast keinen Rückhalt. Ja, bitte, ich fürchte mich sonst. Yes, please, it's scary in here. Save the sarcasm, Jones. Okay. I'll meet you in your office. Sehr nett. So, dann gehen wir mal. Die Treppe. Bisschen über Ausgrabungen. Ist da irgendetwas? There's nothing of importance here. Bitte geh zu Seil. Stimmt, ja. Aber benutze Seil? Aha! Regale. Wissen, schau an, da war jetzt nichts Besonderes, nicht wahr? The label says unidentified potsherds. Regale? Looks like textiles from the Shamit collection. Shamit. Aber nicht das, was wir brauchen. Naja, da gab es ja schon Dunlop. Looks like beadwork from the Phoenix collection. Phoenix. Auch nicht das, was wir brauchen. Nutze Peitsche mit Loch. I don't think that'll work. Okay, dann kommen wir da nicht hoch. Nimm Seil. I can't pick that up. Nimm Seil. I can't pick that up. Dann geh zu gehen in das Loch. Krabbele da langsam runter. Ah. Ist noch irgendwas? Stuhl? Oh, schau an, Stuhl. It's an old lecture hall desk, complete with a wad of gum, I'll bet. Schau um, gestütztes Bücherregal. Schau. I believe it's part of the old Dunlop collection. Oh. Öffne. The back of the bookcase is too securely fastened to open. Okay. Benutze. I don't think that'll work. Drücke. I can't move it. Ziehe. Oh, Schraub. I can't move it. Oh, wie kriege ich die Schrauben ab? Öffne. The back of the bookcase is too securely fastened to open. It doesn't seem to open. Dann drücke. I can't move it. Siehe? I can't move it. Benutze? I don't think that'll work. Nimm? I can't pick that up. Gib? Anpeitschen? I don't think that'll work. Benutze Peitsche. Oh. I don't think that'll work. Probieren wir das Werkzeug. Schau an, Bücher oder Werkzeuge. Vielleicht gibt es ja. Notfall. Das geht in das Loch. Regale, Totenfall. Großen Kiste waren wir schon. Hm.
Erdballspitze. Okay, schauen wir die mal an. Die haben wir noch nicht angeguckt. It's from the Shamit Collection. Very sharp. Okay. Können wir die mitnehmen? Dann ist das ein Ja. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter. Mit den Schrauben. Nutze Pfeilspitze mit Schraube. Ouch! The screw came out, but that hurt. Nutze Schraube. I can't unless I find a way to protect my hands. Ja, aber ich habe nichts gefunden. Müssen wir uns weiter im Band College umsehen. Nicht lang. Auf der Seite scheint es nicht zu gehen. Bürotür. Automobil. Okay, hier geht's nicht weiter. Und dann gehen wir mal runter. Öffnen. Okay. Kohle. Nimm Kohle. Okay, jetzt haben wir Brocken Kohle. Gut. Schön. Benutze Kohlenrutsche kann man nicht, ne? Mir Quatsche. I don't think that'll work. Hab ich mir ja schon gedacht. Schau an den Ofen. It's hot. Öffne Ofen. Schließe Ofen. Dreckiger Lappen. Schau an, dreckiger Lappen. It's a greasy old towel. Nimm. Mit dem Lappen. Ich habe jetzt keine Handschuhe gefunden, also. Ich glaube nicht, dass wir mit der Kohle. Nutze. Lappen mit. Nutze. Vollspitze mit. Schraube. It's unscrewed. It's an arrowhead with a soiled rag wrapped around it. Ich wollte das. Ja. It's unscrewed. Schraube. It's unscrewed. Ja, das gefällt mir. It's Schraube. It's unscrewed. Können wir jetzt das Bücherregal öffnen? Here it is, the lost dialogue of Plato. Oh. An. Der Hermokrates. Nun habe ich endlich Platos Dialog in voller Länge übersetzt. Das griechische Original ist verloren, so dass ich den arabischen Text nahm, den ich in einem italienischen Kloster vor einigen Jahren fand. Nun frage ich, kann dieses seltsame Buch das Geheimnis von Atlantis lüften? Vielleicht nicht. Niemand wird es hier veröffentlichen. Es wäre zu lächerlich. Um sicher zu gehen, hat Dunlop eine Kopie. Charles Stanhart, London 1922. Okay. Jetzt im Ausgang. Und zu unserer Miss. Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.